Die Tussis werden Ihnen präsentiert von der Rampfgruppe aus Grafenberg. Hallo zum letzten Sportmagazin im Wonnemonat Mai mit dem letzten Saisonspiel der TuS Metzingen in der ersten Handball-Bundesliga. Zu Gast in der Öschhalle war mit der SG BBM Bietigheim kein geringerer als der alte und neue deutsche Meister. Das Team von Trainer Markus Gaugisch sammelte 49:1 Punkte. Über 2 Jahre war die SG ohne Punktverlust. Mitte Mai endete die beeindruckende Serie mit einem Remis in Oldenburg. Für Gaugisch war es das letzte Spiel als Trainer der SG. Er ist ja bereits in einer Doppelfunktion Bundestrainer und konzentriert sich nun dann ganz auf die DHB-Auswahl. Auch für ein Quartett aus Metzingen war es der letzte Auftritt in Pink. Die derzeit verletzte Lena Degenhardt, rechts Katharina Panzer, Torhüterin Rebecca Nilsson und kurzfristig auch Magda Balsam werden die TuS verlassen. Ebenso Co-Trainer Manel Čirák. Für Balsam kommt auf Rechtsaußen die Tschechin Anna Frankova vom BSV Sachsen-Zwickau. Laura Godard, Sabrina Tröster und Svenja Hübner haben unterdessen ihre Verträge verlängert. Zudem erhielt Juniorennationalspielerin Ida Petzold einen 3-Jahres-Vertrag. Soweit in Kürze die Personalsituation, zurück zur Gegenwart. Die Tussis sind aktuell mit 30:20 Punkten auf Platz 6 notiert und dabei wird es auch bleiben. Bietigheim war mal wieder die überragende Mannschaft in diesem Jahr. Wenn sie an ihre Leistungsgrenze gehen, wird es sehr schwer, sie in Schach zu halten, so TuS-Trainer Werner Bösch im Vorfeld. Ja, der letzte Sieg gegen Bietigheim liegt über 7 Jahre zurück. Genauer gesagt im Januar 2016 war es. Dies hat der geschätzte Kollege Wolfgang Seitz recherchiert. Ja, dann wird es mal wieder Zeit. Zuvor aber der verdiente Applaus für die SG und ein Präsent für Xenia Smits und Co. gab es auch von TuS-Geschäftsführer Ferenc Roth. Der Rahmen passte also. Die Öschhalle war mit 1050 Zuschauern, darunter auch einige SG-Fans, rappellvoll. Wir wollen mit der tollen Atmosphäre nochmal alles geben und eine gute Leistung auf die Platte bringen, gibt der Coach die Marschrichtung vor. Also das schwäbische Derby zum runden Kehr aus, Metzingen in Pink, Bietigheim in Blau und in Grün, Markus Kaut und André Kolb. Los geht's, gleich der erste Angriff des Meisters führte zum Erfolg. Das prominente und erfahrene Rückraumtrio Smits, Kim Neitzinavicius und Carolina Kudlatsch-Klotsch bereitet vor und rechtsaußen Jenny Behrendt überwindet Nilsson. Routine hat die TuS in Person von Julia Behnke am Kreis. Die Ex-Nationalspielerin wird hier von Sandra Erlingsdottir in Szene gesetzt und markiert den ersten Metzinger-Treffer. Im Gegenzug ein millimetergenaues Anspiel von Neitzinavicius ebenfalls an den Kreis und da trifft Kaba Gassama Sissoko. Die SG ist ja auch amtierender Pokalsieger. Im Halbfinale setzte man sich da im Final Four in Stuttgart gegen die TuS durch. Und jetzt nahmen die Gäste Fahrt auf. Veronika Malla. Auch der zweite Metzinger Treffer ging auf das Konto von Julia Behnke. Die 30-Jährige spielte ja zwischen 2011 und 2014 auch in Bietigheim. Dieses Mal kam das Zuspiel von Marti Jul Svensson. Keine Chance für SG-Keeperin Melinda Čikora. Aber wieder folgte die Antwort im direkten Gegenzug, dieses Mal durch Kudlatsch-Klotsch. 2:6, der Stand nach 7 Minuten. Erste Auszeit durch Werner Bösch, der Österreicher in seiner ersten Saison im Ermstal. Kollege Gaugisch, wie gesagt, in seiner letzten in Bietigheim. Der Tabellensechste robbte sich nun in kurzer Zeit auf ein Tor ran. Panzer zu Erlingsdottir und die Isländerin fängt die Kugel gekonnt und knallt sie dann ins Eck. Ja, und den Konter über Weigel, Panzer und Erlingsdottir stieß dann Jul Svensson prima ab. Für den Anschlusstreffer sorgte dann Marin Weigel mit diesem Schlagwurf von der gestrichelten Linie und den gibt's nochmal. Marin macht's mit links. In dieser Phase eine Partie auf Augenhöhe, beide Teams nochmal mit viel Tempo unterwegs, es ging hin und her, Magda Balsam mit dem 8:9. Die Polin zog es nach nur einem Jahr zurück in die Heimat, nach Lublin, der Vertrag wurde aufgelöst, mit Frankova fand man schnell Ersatz auf Rechtsaußen und das war SG-Rechtsaußen Jenny Behrendt.
Nach einer Viertelstunde markierte Marin Weigel das 9:11 und wenn ich Ihnen sage, diesen Treffer bitte merken, dann bedeutet das nichts Gutes, denn der Meister schlug nun binnen 5 Minuten 5-mal in Folge zu. Hier sorgen Smits und Neidzinavicius für ein Schmankerl, meisterhaft eben. Kreisläuferin Annika Meyer gelang in dieser Phase sogar ein Dreierpack. Bei der TUS stand mittlerweile Lea Schüppbach zwischen dem Pfosten. 9:16 stand es nach 20 Minuten. Dann mal wieder ein Metzinger-Treffer. Jules Svensson tankt sich durch. Aber die Freude währte gerade mal ein paar Sekunden. Die TUS nicht schnell genug zurück. Meyer sagt Danke. Kelly Dulfer legte mit ihrer einzigen Kiste an diesem Abend dann noch nach, aber dann nagelte Lea Schüppbach für eine Weile die Hütte zu. Neidzinavicius scheitert vom Punkt, auf der anderen Seite zieht Erlingsdott hier staubtrocken ab. Weigel raus zu Dagmara Notschun und die weiter zu Jules Svensson und rein damit. Kurz danach fängt Behnke den Pass von Dulfer ab, dann weiter zu Weigel und dann Jules Svensson zu Notschun. Und die polnische Nationalspielerin 5 Minuten vor der Pause mit dem sehenswerten Lupfer zum 13:18. Auch für Notschun blieb es bei diesem einen Tor. Jetzt griff Gaukisch mal ein. Doch jetzt lief Schüppbach heiß. Die Schweizer Nationaltorhüterin krallt sich den nächsten 7 Meter. Dieses Mal ist Kutlatsch Klotsch zweite Siegerin. Und weil ja aller guten Dinge bekanntlich 3 sind, zog Schüppbach nochmal Neidzinavicius den Zahn und fängt den Ball sogar Höchststrafe für die Schützin. Aber vorne ließ man nun einige Chancen liegen und das bestraft ein Top-Team wie Bietigheim natürlich gnadenlos. Inger, Smits und hier Maler mit ihrer 5. Kiste. Den Schlusspunkt setzte mit dem Halbzeitpfiff Julia Meidhoff. Ja, die gibt's ja auch noch. Der Bietigheimer Kader ist schon, sorry, saustark besetzt. Und zudem angeleitet vom Bundestrainer. 13:21 schließlich der Stand nach 30 flotten Minuten. Da war richtig was geboten. Und weiter geht's, die letzten 30 Minuten in dieser Saison, die ja für die TUS nicht so optimal lief. Hinter den großen drei, also hinter Bietigheim, dem Thüringer HC und Borussia Dortmund, war Platz 4 und damit der internationale Wettbewerb anvisiert. Doch dafür gab es vor allem auswärts ein paar Niederlagen zu viel, zudem auch ein paar Verletzte zu viel. Panzer mit dem ersten Tor, Schüppbach mit der nächsten Parade, es ging auch im zweiten Abschnitt hin und her. Trine Östergaard für Blau und im Gegenzug Magda Balsam für Pink. Panzer vom 7-Meter-Punkt erfolgreich, dennoch baute die SG ihren Vorsprung weiter aus. Die TUS oft zu fahrig, auch die langen Bälle von Schüppbach ab und an zu ungenau und so rollte der nächste Tempo-Gegenstoß des Meisters und Östergaard hat leichtes Spiel. Andere Seite, Jules Svensson zu Julia Behnke. Namensvetterin Julia Meidhoff dann mit dem 19:29 aus Metzinger Sicht. 10 Tore Vorsprung also für die Gäste nach 40 Minuten. Dann Katharina Panzer erst in der Defensive aufmerksam. Und in der Offensive mit gutem Auge für Behnke. Bei der SG nun Gabriela Concalves-Dias-Moreschi im Tor. Die Brasilianerin pariert, aber Panzer verwandelt den Abpraller. Schon seit Wochen zeigte sich Panzer sehr torhungrig. Xenia Smits dann ins leere Gehäuse, 20:30. Dann schickt Behnke Laura Godard auf die Reise. Die Französin kam im Sommer und bildet weiterhin mit Notschun das Duo auf dem linken Flügel. Ich fühle mich sehr wohl hier. Mein Ziel im nächsten Jahr ist ein Europapokalplatz. So Godard bei ihrer Unterschrift. Na dann, wieder ein langer Ball von Behnke, dieses Mal auf Balsam. Gute Phase der TUS ab Minute 50. Der Meister nun etwas fahrig und die Gastgeberinnen schalteten schnell um. Weigel und dann Hübner weiter zu Godard. Jawohl, ja. Und nochmal Weigel und dann Erlingsdott hier zu Balsam und die brachte die TUS kurze Zeit später sogar mit 2 verwandelten 7 Metern auf 4 Tore ran. Ja, geht da vielleicht noch mehr? Noch waren ja ein paar Minuten Zeit, aber Östergaard übernahm jetzt die Strafwürfe bei der SG und netzte ebenfalls 2-mal in Folge ein, hier frech über Nilsson hinweg.
Wir sind in der letzten Spielminute der Saison. Zwei Treffer haben wir noch. Wieder Östergaard mit 7 Toren. Übrigens alle in Durchgang 2. War sie am Ende die beste SG-Werferin. Xenia Smits traf 6-mal. Ja, und die beste Schützin der Partie war Katharina Pantzau. Die traf zum Abschied 9-mal. Und Balsam kam auf 6 Treffer. So, dann war Schluss. Die SG BBM Bietigheim gewinnt in Metzingen mit 36-32 und bleibt damit in allen 26 Partien ungeschlagen. Glückwunsch auch von uns. Die TuS beendet die Saison mit 30-22 Punkten auf Platz 6. Danach gab es dann die große Abschieds- und Verabschiedungszeremonie und bei uns gibt es jetzt die Stimmen zum Spiel. Es war nochmal so okay gegen den deutschen Meister, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, niemand hat erwartet, dass wir hier zu Hause jetzt mit 4 Toren nur verlieren. Wie Ferdinand schon gesagt hat, spiegelt dieses Spiel heute einfach die ganze Saison wieder. Wir sind, glaube ich, ziemlich gut reingekommen in der ersten Halbzeit, sind dann mit 8 Toren sind sie weggegangen. Dann haben wir den Anschluss ein bisschen verloren, sind wieder zurückgekommen, aber wir haben uns, wie gesagt, ein bisschen wehren können, aber mehr war da auf jeden Fall nicht drin. Ja, ich finde, die erste Halbzeit war ein bisschen schlecht eigentlich, aber dann haben wir Lea heute, das richtig gut im Tor stehen. Sie macht so viele Paraden heute dann haben wir eine Chance in der zweiten Halbzeit auch. Aber als du hast gesagt, Bietigheim ist eine sehr gute Mannschaft. Aber mit dieser Kulisse, mit diesen Fans ist alles möglich und das haben wir gedacht heute. Es war ein bisschen schade, dass er nicht den ganzen Weg war da, aber wir haben eine gute zweite Halbzeit gemacht. Ja. Marin Weigel, kurz zum Spiel. Es war nochmal eine tolle Kulisse, auch die SG hatte Fans dabei gegen den deutschen Meister, gegen das Überteam der Liga. Ja, ihr wart mal deutlicher hin, dann weniger deutlich insgesamt und am Strich war es so ganz okay, oder? Unterm Schnitt war es auf jeden Fall okay. Die Phase, in denen wir so abfallen, machen wir einfach zu viele einfache Fehler. Das ist super schade, aber eine Mannschaft wie Bietigheim bestraft das auch einfach sofort. Man hat gesehen, das ist zu Recht der deutsche Meister, aber ich denke, wir können zufrieden sein. Wir haben bis zum Schluss gekämpft, den Abstand wieder verringert und so, glaube ich, allen auch gerade die Gehen nochmal einen schönen Abschied beschert. Und ja, es war eine durchwachsene Saison und so ein bisschen war das Spiel heute auch, aber mit doch einem Ende, mit dem wir ganz zufrieden sein können, denke ich. Die Kulisse war überragend. Wir haben sicher nach der ersten Auszeit eine gute Phase, werfen dann wieder zu viele Bälle weg. Dieses Auf und Ab, das du ansprichst. Insgesamt aber haben wir sicher ein gutes Spiel gemacht. Wir waren da, als Bietigheim nachgelassen hat. Das war sicher gut, aber ich denke, gerade für die Kulisse und für den Abschluss war das ein ordentliches Spiel, das wir gezeigt haben. Zunächst mal, wie geht's der Schulter? Wie fit bist du da oder wann bist du wieder fit, besser gesagt? Ja, der Plan ist, dass ich in der Vorbereitung dann in Dortmund wieder voll einsteigen kann. Es läuft ganz gut, die Reha. Ich kann jetzt schon wieder fast alles machen. Die Beweglichkeit ist doch ein bisschen eingeschränkt, aber so was Kraft und so angeht, läuft es gut. War noch mal richtig was geboten von der tollen Kulisse gegen den Meister. War okay, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es gab ja bessere Phasen und schlechtere. Aber ich denke, am Ende, das Ergebnis lässt sich anschauen. Ja, mit dem Endergebnis kann man sicherlich leben. Da waren Phasen drin, wo wir ganz schlecht ausgesehen haben. Aber dafür haben wir uns dann zweite Halbzeit gefangen und hätte das Spiel eigentlich noch enger ausgehen können. Aber insgesamt, wie ich schon gesagt habe, das hat ein bisschen unsere ganze Saison widerspiegelt. Gute Phasen. Dann schlechte Phasen. Diese Konstant hat uns dann verhindert, auf der Tabelle ein noch besseres Ergebnis zu erzielen. Auch die SG-Spielerinnen verweilten noch eine ganze Weile. Gaugisch richtete bei seinem letzten Auftritt als SG-Coach auch noch ein paar Worte an die eigenen Fans, aber auch ans Metzinger Publikum. Wir hören mal rein. Hat Spaß gemacht. Die drei Jahre haben sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wenn man hier sieht, alle Fans von unserer Seite, die da in ganz Europa rumfahren und uns unterstützen, das ist schon überragend. Und von dem her vielen Dank an euch für die viele Mühe, die ihr auf euch genommen habt und dann auch die Geduld mit uns gehabt habt. Und jetzt hier nach Metzingen, macht weiter so. Es ist schön hier zu sein, es ist ein ansprechendes Publikum, es ist laut, es sind viele Leute da und ich glaube, das ist das, was wir
uns wünschen in der Liga. Ja, den Worten des Bundestrainers schließen wir uns natürlich an. Es war eine prima Atmosphäre und wir haben natürlich am Freitag noch einen üppigen Nachschlag mit weiteren Bildern und Stimmen aus der Öschhalle. Das war's vom Sport. Ihnen noch einen schönen Feiertag und dann bis Dienstag zum Sportticker. Die Tussis wurden Ihnen präsentiert von der Rampfgruppe aus Grafenberg.